So, Freunde der Sonne, ich stelle jetzt hier das Stativ auf, denn ich bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich könnte ihn mal starten. So weit bin ich jetzt. Ich hatte ja vor ein paar Tagen schon mal auf Öldruck georkelt, das werde ich jetzt gleich im Anschluss erst nochmal als allererstes machen. Öldruck orkeln, weil hier vorne ist ja sowieso noch keine Elektrik dran. Die Elektrik habe ich noch nicht dran gemacht, ganz einfach aus dem Grund, weil ich erstmal orkeln wollte. Einen Gang muss ich noch ausmachen und jetzt stelle ich euch erstmal auf die Kamera auf hier. Und dann schauen wir mal, was spricht der Gute hier, was spricht der Gute nicht. Kommt der Lebenszeichen noch nicht? Es ist soweit. Ich habe jetzt den Moment der Ehre, dieses Kfz jetzt hier erstmal an den Strom zu hängen. Zu schauen, geht alles, funktioniert alles. Ich hoffe, du hast die letzten Videos gesehen. Es waren jetzt ein paar spannende Tage dazwischen gewesen. Würde der überhaupt laufen? Weil, ich meine, das Steuergerät ist ja auch ein anderes Steuergerät. Nicht so, der Moment der Wahrheit. So, parallel zwei Kamera hier, weil ich will jetzt gucken, funktioniert denn hier drinnen alles? Standlicht geht. Keinen Sprit oder... Ach! Bin ich blöde. Kann ja nicht gehen. Kann ja nicht gehen. Guck mal, was ich ja ganz vergessen habe, hier dran zu machen. Hier, das ist... das hier ist noch nicht dran. Das und hier ist auch noch gar kein Stecker drauf, geschweige denn ist hier ein Zündkabel drauf. Kann ja auch gar nicht gehen, ich fuhre. Oh. Hier ist kein Kabel drauf. Also hier ist kein Kabel dran, hier ist kein Stecker dran und das ist auch noch nicht richtig hier verbunden. Aha. Ja, wie man hören konnte oder auch nicht hören konnte, ist er bis jetzt noch nicht angesprungen. Hat den folgenden Grund, weil einmal blinkt hier drin alles, ne? Und zum zweiten, hört man ganz genau hin, Spritpumpe geht gerade aktuell noch nicht. Vielleicht ein Relais raus, vielleicht eine Sicherung raus. Gerade eben ging sie mal ganz kurz. Also die Spritpumpe wird gerade elektronisch nicht angesteuert. Ich krieg keinen Saft. Nee. Die Spritpumpe funktioniert nicht. Nee. Und wahrscheinlich hier unten. Jetzt. Den ganzen mal richtig reinhängen hier. Seht das jetzt natürlich jetzt nicht. So, weiterer Tag nochmal. Ich habe jetzt soweit schon mal ohne Kamera angefangen, ein bisschen nachzugucken. Ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen gemacht, das möchte ich ganz kurz erklären. Und die Drosselklappe hier gar nicht, wenn du die Zündung anmachst, so auf sich aufstellt und so. Das ist alles nicht passiert, inklusive Spritpumpe nicht. Dann haben wir hier einen Sicherungskasten. Da hatten wir einfach noch ein Problem, dass da ein Stecker nicht richtig dran war. Und dieses 18er Relais hier, also dieses Relais hier, ja, wie soll ich sagen, hat sich mehr oder weniger ein bisschen verflüchtigt. Hier liegt das andere Relais noch. Ich hoffe, das hält so. Hier liegt das andere Relais noch. Ich hoffe, man kann es jetzt erkennen, weil ich hier wirklich nicht so mit einer Hand alles mache. Zeige ich dann auch gleich draußen nochmal. Das habe ich jetzt einfach mal kurzerhand aus dem Seat kurz rausgenommen, weil den habe ich ja noch stehen. Ich weiß ja nicht, wie die Abstimmung abgelaufen ist von dem Seat. Eigentlich möchte ich ihn ganz gerne machen, weil so viele Fahrzeuge gibt es nicht mehr. Ist aber egal.
Ja, hier nochmal alles kontrolliert, alles nochmal nachgeguckt, ob hier auch alles wirklich dran ist und drin ist. Dieses Relais getauscht, wie man jetzt hier sehen kann, ist das hier schon leicht ein bisschen in die Tage gekommen. Das Relais sieht jetzt nicht mehr so schön aus hier. Und ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sieht das halt nicht mehr so gut aus. Und da habe ich mir gedacht, nimmst du einfach, wenn du sowieso einmal schon oben bist, wegen dem Dings, erstmal alles mit. So, und jetzt hören wir mal ganz genau hin. Drosselklappe geht. Ja, dieses Fiepsen hier. Dieses Fiepsen muss kommen. War gestern nicht der Fall. Und wenn, dann ging es immer so. So ging es immer. So. Auf jeden Fall so ging es immer. Jetzt geht Spritpumpe. Jetzt geht die Spritpumpe. Hier klackt auf jeden Fall nichts mehr durch. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit, lasse jetzt extra die ganze Zeit die Zündung an, um auch mal zu schauen, ob wirklich hier alles okay ist. Babala. Spritpumpe lief auf jeden Fall. Und die Drosselklappe müsste jetzt eigentlich dann gleich aufhören. Sieht man es hier, die stellt sich halt so ein bisschen dann auf. Ne? Jetzt gucke ich auch erstmal, ob hier was im Spritkanister drin ist, weil der war nämlich leer gewesen. Okay, ist was drin, also pumpt auf jeden Fall schon mal gut vor. Das ist schon mal sehr gut. Ich mache jetzt euch noch hier kurz, genau, das war eigentlich was ich, warum ich die Lampe geholt habe. Ich mache mit euch jetzt zusammen hier noch schnell die Geschichte des Dings, das habe ich schon mal ein extra Video gemacht, gab dazu, Schaltung verstellt oder so hieß das Video. Somit ist das jetzt hier quasi Part 2 noch in der Hinsicht, aber ich denke mal, die Leute, die sich dafür interessiert haben, werde ich jetzt gleich extra nochmal aufnehmen. Ja, Moment. Angstbolzen ist da, Handy läuft hier nochmal, ne? Da steht die Kamera. So, könnt ihr euch mal winken. Könnt ihr euch mal selber winken. So, der Schlüssel liegt da, okay. Habe ich auch jetzt noch irgendwas vergessen? Warte mal, ich gucke nochmal nach. Ja, das Wichtigste überhaupt. Was denn? Ja, wieder dasselbe Problem wie gestern. Hier vergessen. Papi, du kleiner Dittischer. Ich kleiner Vergesser. Ja. So, und das Dingskabel ist auch wieder nicht dran hier. Und das habe ich hier auch wieder nicht dran gemacht, siehst du? Muss immer alles 8-mal kontrollieren hier am besten. Lach doch nicht so schäbig. Papa. Ja, so. Das ist auf jeden Fall auch dran. Der steckt auf jeden Fall hier. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt kommt der Angstbolzen drauf. Ich mach das jetzt mal hier. Lass mal was vorspritzen. Irgendwo ist er. Ach so, kann er jetzt. Das ist schon mal sehr gut. Schön, hey, das. Die Leute sind nicht da. Denn. Ja, ich hab doch hier noch die Kamera, du Nase. Oh. So, das andere Steuergerät habe ich jetzt mal dran gemacht. Sehen wir, was er jetzt macht. Ha ha ha!
komisch, oder? Hm. Kann sein, dass da scheinbar... Gib's mir, yeah, gib's mir saftig, saftig. It's a body, it's a moo moo man, moo moo man. Nur noch mal Auspuff dicht machen. Let's go! Papa! It's a body, it's a moo moo man. Ich jetzt auch noch was reinschütten, das Ding ist auch gleich leer. Schön. Muss ich mir auch noch mal so ein Ding bestellen. So, wie man jetzt hier sehen kann, ist jetzt hier das Zeichen da. Ne? Das heißt quasi, dass wir jetzt starten könnten. Das habe ich ja in der Bedienungsanleitung schon so gelesen. So, ich hoffe, man kann es jetzt gut erkennen. Ja, jetzt kann man es, glaube ich, erkennen. Jetzt ist dieses Zeichen da. Das heißt quasi, dass wir starten können. Und somit, ja, jetzt weiß ich nicht, was die Kamera hier noch angezeigt hat. Waren irgendwie hier noch so drei komische Punkte da. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall jetzt ist es ausgegangen. Warum auch immer. 12,2 Volt haben wir jetzt. Das wird auch gleich noch mit angezeigt, wie ihr hier sehen könnt. Und ja. Kann man auch schön sehen jetzt, dass die Batterien da jetzt 14,1 Volt sind gerade. Das hat auch nicht so gemacht. Weil der Tacho sich zu Wort meldete, kontrollierte ich hier ein zweites Mal den Öldruck. Da der alte Motor zwei Öldruckschalter hatte, erkannte der Tacho dies nicht. Darum muss er sich noch kümmern. Ah!
So, jetzt noch das Problem finden, warum meine Lüftung auf keiner Stufe funktioniert, dann mal richtig warm laufen lassen, fertig. Danke fürs Zuschauen.